Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Marco Neumann und in der heutigen geführten Traumreise wirst du einen ruhigen, nebeligen, verregneten Herbsttag genießen und mit deinem Regenschirm durch die Natur wandern, um schließlich in einer heimeligen alten Windmühle Unterschlupf zu finden und die Nacht bei Regen und Gewitter zu verbringen. Wenn das gut für dich klingt, dann mach es dir so richtig gemütlich und lausche den Klängen meiner Stimme, meiner Musik und der herrlich entspannenden Geräuschkulisse des Herbstes. Mach es dir bequem und schließe deine Augen. Atme mehrmals tief ein und aus. Für heute ist alles getan. Du kannst dich nun vollständig entspannen und abschalten. Dies ist deine Zeit. Niemand kann sie dir nehmen. Stell dir nun eine Uhr mit einem Sekundenzeiger vor, wie er von Sekunde zu Sekunde springt. Beobachte ihn genau. Stell dir vor, wie dieser Sekundenzeiger immer langsamer wird. Die Zeit wird langsamer. Die Welt kommt langsam, aber sicher zum Stillstand. Der Sekundenzeiger hat es immer schwerer, weiter vorwärts zu laufen. Er wird langsamer und langsamer. Langsamer und langsamer. Und bleibt schließlich stehen. Die Zeit steht still. Nun stell dir vor, du stehst am oberen Ende einer breiten Treppe, die nach unten führt. Diese Treppe hat 10 Stufen und führt dich in einen Zustand tiefer Entspannung und Ruhe. Mit jedem Schritt, den du hinabsteigst,
lässt du mehr vom Alltag los und gleitest tiefer in einen Zustand der Gelassenheit. Zehn. Du stehst auf der obersten Stufe. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse mit dem Ausatmen die ersten Anspannungen los. Neun. Du machst den ersten Schritt. Deine Schultern entspannen sich ein wenig. Du spürst, wie eine erste Welle der Ruhe durch deinen Körper fließt. Mit dem nächsten Schritt lösen sich die Anspannungen in deinem Nacken. Dein Kopf fühlt sich leichter an. Sieben. Auf dieser Stufe merkst du, wie dein Atem ruhiger und gleichmäßiger wird. Die Gedanken an den Alltag beginnen zu verblassen. Sechs. Dein Brustkorb entspannt sich. Das Atmen fällt dir immer leichter. Ein Gefühl von Weite breitet sich in dir aus. Fünf. In der Mitte der Treppe angelangt, spürst du, wie sich deine Arme und Hände entspannen. Jegliche Anspannung fließt aus deinen Fingerspitzen. Vier. Dein Rücken entspannt sich. Du fühlst, wie eine wohlige Wärme deinen Körper durchströmt. Drei. Deine Beine werden schwer und entspannt.
Du fühlst dich geerdet und sicher. Auf dieser vorletzten Stufe lässt du die letzten Gedanken an den Alltag los. Dein Geist wird ruhig und klar. Du machst den letzten Schritt. Eine tiefe Ruhe erfüllt dich. Du fühlst dich nun leicht und entspannt. Null. Du hast das Ende der Treppe erreicht. Öffne langsam deine inneren Augen und finde dich in einer ruhigen, nebligen Herbstlandschaft wieder. Die kühle, feuchte Luft umhüllt dich wie eine zärtliche Umarmung. Du bist vollkommen entspannt. Dein Geist ist ruhig und offen für die Reise, die nun vor dir liegt. Lass dich ein auf diese friedvolle Welt, die sich vor dir ausbreitet. Du stehst am Beginn eines schmalen Pfades, der sich wie ein gewundenes Band durch die weite, violett schimmernde Heidelandschaft schlängelt. Die Heide erstreckt sich bis zum Horizont. Ein samtener Teppich aus zarten Blüten. Ein feiner, fast nebelartiger Nieselregen fällt auf deinen Schirm. Das leise, rhythmische Trommeln der winzigen Tropfen erzeugt eine beruhigende Melodie, die dich augenblicklich in ihren Bann zieht. Dir kommt es vor, als summe die Natur dir ein Schlaflied vor, das deine Seele berührt und dich einlädt, all deine Sorgen loszulassen.
Die Luft um dich herum ist kühl und feucht. Eine erfrischende Umarmung, die deine Haut liebkost. Sie ist erfüllt von einem Bouquet herbstlicher Düfte. Da ist der erdige, belebende Geruch des Regens, der den Boden unter dir zum Leben erweckt. Er mischt sich mit dem süßlichen, leicht melancholischen Aroma welkenden Laubs, das von den wenigen Bäumen am Rande der Heide stammt. Darüber schwebt der dezente, honigartige Duft des blühenden Heidekrauts. Eine letzte, kostbare Erinnerung an den vergangenen Sommer. Mit dem ersten Schritt auf dem weichen Pfad spürst du, wie eine tiefe, fast greifbare Ruhe von dir Besitz ergreift. So, als würde eine unsichtbare Last von deinen Schultern gleiten. Boden unter deinen Füßen ist überraschend nachgiebig. Ein Teppich aus Moos, Gräsern und gefallenem Laub. Du fühlst dich geborgen. Du fühlst dich als ein Teil dieser friedvollen Landschaft. Du atmest tief ein, lässt den vielschichtigen Duft des Herbstes deine Lungen füllen. Die kühle, feuchte Luft strömt in dich hinein, belebend und reinigend zugleich. Mit jedem Ausatmen entlässt du ein Stück der Sorgen und Gedanken, die dich zuvor beschäftigt haben. Sie lösen sich auf wie Morgennebel in der Sonne. Du spürst, wie dein Geist klarer wird. Wie dein Körper sich entspannt. Mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug lässt du mehr vom Alltag los und tauchst tiefer ein in den friedvollen Rhythmus der Natur, die dich umgibt. Ein zarter Nebelschleier umhüllt dich. Nicht bedrohlich, sondern wie ein schützender Kokon, der die Welt jenseits deines unmittelbaren Umfelds
in ein geheimnisvolles Zwielicht taucht. Die Geräusche sind gedämpft, als hätte jemand eine flauschige Decke über die Landschaft gebreitet. Während du deinen Weg fortsetzt, entfaltet sich die Landschaft um dich herum wie ein lebendiges Gemälde. Vereinzelte, knorrige Bäume tauchen aus dem Nebel auf. Ihre verdrehten Äste erzählen Geschichten von Wind und Wetter. Ihre Blätter rascheln leise in der kühlen Brise, getaucht in ein Spektrum warmer Herbstfarben. Von leuchtendem Gold bis hin zu tiefem Burgunderrot. Dieses beruhigende Flüstern der Blätter begleitet dich auf deinem Weg. Eine natürliche Klangkulisse, die dir das Gefühl von Geborgenheit und Verbundenheit mit der Natur vermittelt. Der Pfad schlängelt sich nun an einem kleinen Bach entlang. Das leise Plätschern des Wassers, das über glatte Kiesel und moosbedeckte Felsen fließt, mischt sich mit dem rhythmischen Prasseln des Regens zu einer natürlichen Symphonie. Die Wassertropfen tanzen auf der Oberfläche des Baches, erzeugen konzentrische Kreise, die sich ausbreiten und wieder vergehen. Ein hypnotisierendes Schauspiel. Du bleibst für einen Moment stehen, schließt die Augen und lauschst diesem beruhigenden Konzert. Die Geräusche umhüllen dich, dringen tief in dein Bewusstsein ein. Du spürst, wie deine Gedanken zur Ruhe kommen, wie der ständige Strom innerer Dialoge versiegt. An seine Stelle tritt eine tiefe, meditative Stille. Du fühlst dich geerdet, vollkommen präsent im Hier und Jetzt.
Während du deinen Weg fortsetzt, lichtet sich der Nebel für einen flüchtigen Augenblick. Durch den feinen Schleier aus schwebenden Regentropfen zeichnet sich in der Ferne die markante Silhouette einer alten Windmühle ab. Ihre mächtigen Flügel drehen sich bedächtig im Wind. Ein gleichmäßiger, faszinierender Rhythmus, der deine Aufmerksamkeit wie magisch auf sich zieht. Mit jedem Schritt, der dich der Windmühle näher bringt, wächst in deinem Inneren ein Gefühl freudiger Erwartung und tiefer Geborgenheit. Der Nebel verdichtet sich wieder um dich herum, doch nun weißt du, dass dein Ziel nicht mehr fern ist. Eine tiefe, wohltuende Ruhe breitet sich in dir aus, als hättest du einen Ort entdeckt, an dem die Hektik des Alltags wie ein ferner, bedeutungsloser Traum erscheint. Der Regen verstärkt sich allmählich zu einem stetigen Prasseln auf deinem Schirm. Du fühlst dich beschützt und sicher, eingehüllt in deine eigene kleine Welt unter dem Schirm. Der Nebel und der Regen umarmen dich, schaffen eine intime Atmosphäre, in der du ganz bei dir sein kannst. Während du weiterschreitest, schärfen sich deine Sinne für die kleinen Wunder am Wegesrand. Deine Fingerspitzen streichen über die raue, von Flechten überzogene Rinde eines knorrigen Baumes. Du beobachtest das anmutige Wiegen der hohen Gräser im Wind. Ihre Halme glitzern von unzähligen Regentropfen. Die Welt um dich herum erscheint wie verzaubert. Jeder Augenblick ein kostbares Geschenk der Natur. Du fühlst dich vollkommen im Einklang mit deiner Umgebung. Mit jedem Schritt spürst du, wie du tiefer in einen Zustand vollkommener Ruhe und Gelassenheit gleitest. Deine Atmung hat einen natürlichen,
gleichmäßigen Rhythmus gefunden, der im Einklang mit deiner Umgebung zu stehen scheint. Jeder Atemzug fühlt sich an wie eine sanfte Welle, die durch deinen Körper fließt. Geist wird klar und weit wie der Horizont. Du bist vollständig im Hier und Jetzt verankert, eingebettet in die friedvolle Atmosphäre dieser nebelverhangenen Herbstlandschaft, die dich wie eine schützende Hülle umgibt. Langsam, beinahe unmerklich, beginnen sich die Umrisse der Windmühle aus dem wogenden Nebel zu schälen. Sie erhebt sich vor dir wie ein majestätischer Wächter, ein Leuchtturm der Geborgenheit in dieser verzauberten Welt. Ihre massiven Konturen werden mit jedem Schritt deutlicher. Eine eindrucksvolle Silhouette gegen den perlgrauen Himmel. Das stetige Knarren ihrer mächtigen Flügel wird zu einer beruhigenden Melodie. Es ist ein rhythmischer Klang, der dich zu begrüßen scheint. Eine Einladung, näher zu kommen und Zuflucht zu finden. Nun stehst du am Fuße der Windmühle. Ihre imposante Gestalt ragt über dir auf. Die rauen Steine ihrer Mauern erzählen Geschichten vergangener Zeiten. Jede Furche und Kerbe ein Zeugnis von Wind und Wetter. Du bist bereit einzutreten und die verheißungsvolle Wärme und Geborgenheit in ihrem Inneren zu entdecken. Doch für einen kostbaren Moment hältst du inne. Du atmest tief ein, lässt die feuchte, reine Luft deine Lungen füllen. Sie schmeckt nach Erde, nach Regen und nach Möglichkeiten. Der tiefe Frieden dieses Ortes durchdringt dich bis in dein Innerstes. So, als würde jede Faser deines Körpers, jeder Winkel deines Geistes von dieser Ruhe durchtränkt. Du fühlst dich erneuert, als hättest du eine lange Reise hinter dir
und wärst endlich nach Hause gekommen. Hier an diesem magischen Ort zwischen wogendem Nebel und dem Regen hast du mehr als nur eine Zuflucht gefunden. Du hast einen Ort entdeckt, an dem deine Seele zur Ruhe kommen kann. Einen Hafen des inneren Friedens in der oft stürmischen See des Lebens. Dein Blick wandert noch einmal an der Windmühle empor. Ihre Form verjüngt sich nach oben hin. In regelmäßigen Abständen sind kleine, mit Holzläden versehene Fenster in die dicken Mauern eingelassen. Sie wirken wie wachsame Augen, die über die umliegende Landschaft blicken. Das kegelförmige Dach ist mit dunklen Holzschindeln gedeckt, die im feuchten Regen glänzten. Dein Blick wandert zu den mächtigen Flügeln der Windmühle. Vier lange, hölzerne Arme ragen kreuzförmig vom oberen Teil des Turms aus. Langsam und stetig drehen sich die Flügel im Wind, begleitet von einem rhythmischen Knarren. Eine Welle von Emotionen durchströmt dich, während du dieses majestätische Bauwerk betrachtest. Du fühlst eine tiefe Ehrfurcht vor der Beständigkeit und Kraft, die die Mühle ausstrahlt. Gleichzeitig empfindest du eine seltsame Vertrautheit, als würdest du einen alten Freund wieder treffen. Ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz umhüllt dich. Deine Augen wandern zu der schweren, hölzernen Tür am Fuße der Mühle. Ihre Oberfläche ist von tiefen Furchen durchzogen. Die Beschläge sind von einer feinen Patina überzogen. Du kannst nicht anders, als dich zu fragen, welche Geheimnisse und Geschichten sich hinter dieser Tür verbergen mögen. Während du die Mühle bewunderst, bemerkst du, wie der Regen stärker wird. Die feinen Tropfen verwandeln sich in einen stetigen Niederschlag, der auf deinen Schirm trommelt und die Umgebung in einen glitzernden Schleier hüllt. Das Wasser rinnt in kleinen Bächen die Steinmauern der Mühle hinab, betont die Konturen und Furchen des alten Gemäuers. Ein Schauer läuft dir über den Rücken, teils von der Kühle des Regens,
als von der Vorfreude auf das, was dich im Inneren der Mühle erwarten mag. Du spürst einen unwiderstehlichen Drang, dieses geheimnisvolle Bauwerk zu betreten, seine Geschichte mit eigenen Augen zu erkunden und die Wärme und den Schutz zu erfahren, die es verspricht. Letzten Blick auf die sich drehenden Flügel und einem tiefen Atemzug, der nach Regen und Abenteuer schmeckt, trittst du einen Schritt näher an die Tür heran. Deine Hand berührt das feuchte, raue Holz und mit einem sanften Druck öffnest du die Pforte zu einer anderen Welt. Bereit, dich von der Magie dieses Ortes verzaubern zu lassen. Du trittst durch die schwere Holztür in das Innere der Windmühle. Ein Hauch von Geschichte und altem Holz empfängt dich sofort. Deine Augen gewöhnen sich langsam an das gedämpfte Licht, das durch kleine Fenster hereinfällt. Der Boden ist aus abgenutzten, aber soliden Holzdielen, die unter deinen Schritten leise knarren. Vor dir erhebt sich eine schmale, gewundene Treppe, die sich spiralförmig nach oben windet. Jede Stufe ist aus massivem Holz gefertigt. Du beginnst den Aufstieg. Deine Hand gleitet über das raue Seil, das als Geländer dient. Mit jedem Schritt spürst du, wie du die Gegenwart hinter dir lässt und tiefer in die Geschichte dieses besonderen Ortes eintauchst. Während du die Treppe emporsteigst, hörst du das Heulen des aufziehenden Sturms draußen? Schließlich erreichst du das obere Stockwerk. Du öffnest eine kleine Tür und trittst in einen gemütlichen Raum. Der Anblick lässt dich für einen Moment innehalten. Das Zimmer ist eine perfekte Mischung aus Behaglichkeit und rustikalem Charme. In der Mitte steht ein alter, runder Holztisch, umgeben von bequem aussehenden Sesseln. An den Wänden findest du Regale voller Bücher und interessanter Gegenstände, die von vergangenen Zeiten erzählen. Dein Blick wird sofort von den Fenstern angezogen, die ringsrum angeordnet sind.
Jedes bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Landschaft. Du trittst näher und siehst, wie der Sturm draußen immer weiter zunimmt. Regentropfen peitschen gegen die Scheiben und der Wind treibt dunkle Wolken über den Himmel. Die Heide, die sich bis zum Horizont erstreckt, wogt wie ein violettes Meer im Sturm. Trotz des tobenden Unwetters fühlst du dich hier oben vollkommen sicher und geborgen. Die dicken Steinmauern der Mühle halten den Sturm draußen. Du lässt dich in einen gemütlichen Sessel sinken, der neben einem der Fenster steht. Die Wärme des Raumes umhüllt dich wie eine schützende Decke. Das gedämpfte Licht der alten Lampen taucht alles in ein weiches, goldenes Leuchten. Du atmest tief ein und spürst, wie sich eine tiefe Ruhe in dir ausbreitet. Hoch oben in dieser alten Windmühle fühlst du dich wie in einer anderen Welt. Sicher, geborgen und völlig im Einklang mit dir selbst und der Natur, die draußen ihre wilde Schönheit zeigt. Der Regen trommelt rhythmisch gegen die Fensterscheiben. Eine beruhigende Melodie, die dich einlädt, zur Ruhe zu kommen und den Moment in all seiner Intensität zu genießen. Dich zurück, lässt deinen Blick zwischen dem gemütlichen Interieur und der stürmischen Landschaft draußen wandern und fühlst eine tiefe Dankbarkeit für diesen besonderen Moment der Geborgenheit inmitten des Sturms.
Während du in dem gemütlichen Sessel sitzt und den Sturm draußen beobachtest, spürst du, wie eine angenehme Müdigkeit sich in deinem Körper ausbreitet. Die rhythmischen Geräusche des Regens, der gegen die Fensterscheiben prasselt, und das Knarren der Windmühlenflügel verschmelzen zu einer beruhigenden Melodie. Deine Augenlider werden schwerer und du merkst, wie dein Blick immer wieder für kurze Momente verschwimmt. Du fühlst, wie deine Muskeln sich entspannen, wie jegliche noch verbleibende Anspannung aus deinem Körper fließt. Das gedämpfte Licht im Raum scheint dunkler zu werden. Die Konturen der Möbel und Gegenstände verschwimmen leicht. Die Welt um dich herum wird weicher. Die Grenzen zwischen Wachsein und Träumen verwischen. Dein Kopf sinkt langsam zur Seite, findet eine bequeme Position an der weichen Lehne des Sessels. Deine Atmung wird tiefer und gleichmäßiger, im Einklang mit dem stetigen Rhythmus des Regens draußen. Die Geräusche des Sturms werden zu einem fernen Hintergrundgeräusch, beruhigend und monoton. Du fühlst dich vollkommen sicher und geborgen in diesem kleinen Refugium hoch oben in der alten Windmühle. Deine Augen fallen immer wieder zu, öffnen sich kurz, nur um sich gleich wieder zu schließen. Jedes Mal, wenn sie sich öffnen, scheint die Welt ein wenig traumhafter. Die Realität vermischt sich mit den ersten Bildern deiner Träume.
Mit jedem Atemzug gleitest du tiefer in einen Zustand vollkommener Entspannung. Deine Gedanken werden ruhiger, lösen sich auf wie Nebelschwaden. Du spürst, wie dein Bewusstsein in einen tiefen, erholsamen Schlaf hinübergleitet. Das Letzte, was du wahrnimmst, bevor du vollständig einschläfst, ist das Gefühl absoluter Geborgenheit. Du bist umgeben von der schützenden Präsenz der alten Windmühle, die wie ein treuer Wächter über deinen Schlaf wacht. Der Sturm draußen ist nun eine ferne Erinnerung. Und so gleitest du hinüber in eine Welt der Träume, getragen von der Wärme und Sicherheit dieses besonderen Ortes. Dein Atem wird tief und gleichmäßig. Dein Gesicht entspannt sich. Und ein leichtes Lächeln umspielt deine Lippen. Du bist angekommen an einem Ort vollkommenen Friedens, bereit für einen tiefen, erholsamen Schlaf, der deinen Körper und Geist erneuern wird.